bei einem Überfall auf dem Geldtransporter eines Einkaufszentrums, den Otto Pfeiler mit einem Komplizen 1994 verübt, wird Karin Koflers Mutter Irene erschossen. Markus Schindler, ein Mitarbeiter der Transportfirma, wird dabei ebenso verletzt wie Otto Pfeiler, der verhaftet werden kann. Bei Gericht ist nicht eindeutig zu klären, wer die Schüsse auf Kofler und Schindler abgegeben hat. Otto Pfeiler schweigt. Das geraubte Geld, die Tatwaffe und der Komplize bleiben verschwunden. Meine Mutter ist erschossen worden. Was? Jetzt, nach 18 Jahren, soll der zu lebenslanger Haft verurteilte Pfeiler entlassen werden, da er todkrank ist. Ich bitte Sie um Vergebung. Vor allem Karins Befürwortung trägt dazu bei, denn die Koflers sehen darin eine Chance, die ebenso tragische wie verdrängte Vergangenheit ihrer Familie aufzuarbeiten und abzuschließen. Warum haben Sie mir nie davon erzählt? Mit Unterstützung der Gefängnisleiterin Judith Amtmann, Ottos Vater Anton Pfeiler, der eine Autofirma besitzt, und Sandra, der Tochter des Verurteilten, wollen Karin, Hannes und Lukas, den Komplizen von damals, doch noch stellen. Ist ja irgendetwas übersehen. Sandra, die bei ihrem Großvater lebt, hat Manfred Hofer, einen früheren Freund Ottos, beschuldigt, dieser zweite Mann gewesen zu sein. Wer aber hat Karins Mutter tatsächlich getötet? Hallo! Mein Name ist Reuter, ich bin von der Soko Kitzbühel. Ich hab's ja gesehen. Dann wissen Sie auch, warum ich da bin. Sie haben schwere Anschuldigungen vorgebracht. Sie können Sandra zu mir sagen. Und du? Warum sollten wir Ihnen glauben? Ich hab das Geld gesehen. Welches Geld? Vom Überfall, bündelweise mit so einer Schleife drum. Ich war da noch klein. Meine Mutter und ich, wir haben in einer kleinen Wohnung gewohnt und dann war plötzlich der Manfred da. Manfred Hofer? Meine Mutter hat mir erzählt, dass er nur ein Freund von meinem Vater ist. Der gute Onkel. Aber klar hatten die was miteinander. Ich meine, wir waren sogar zu dritt auf Urlaub in Kroatien. Ich habe ihm was davon gestohlen. Später habe ich mich nicht mehr getraut, das in Euro umzutauschen. Das ist Geld vom Überfall. Das habe ich aber erst viel später verstanden, da war ich 14 oder so. Wird Ihre Kollegin unterschreiben? Das hat sie bereits. Vor 2 Stunden. Ja, weiß ich, servus. Du, bei dem Überfall damals, da war ja auch noch frisches Geld dabei, was von der Bank gekommen ist. Ja, mit registrierten Seriennummern. Genau. Kannst du mir die Serien raussuchen, bitte? Danke, Kreuzi. Ciao. Ach, ich sammle alte Geldscheine. So ein Hobby von mir. Schilling. Ja, wir haben alle unsere Steckenpferde. Netten Autohandel haben Sie da. Seit wann? 2002. Und vorher? Vorher habe ich alte Autos nach Afrika gebracht. Und sie dort verkauft. Das müsste doch auch in Ihren Unterlagen stehen. Ja. Und vom Gewinn haben Sie sich das hier finanziert. Hm? 500.000 hat Sie das Gelände gekostet. Steht auch drin. Da, wie ich noch Student war, habe ich auch mal so eine Reise gemacht. Mit so einer alten Kiste in den Senegal. Und vom Gewinn habe ich dann 2 Wochen dort Urlaub gemacht. Gratuliere, ich habe gewusst, Sie sind kleine Abenteurer. Wenn einem 500 Euro bleiben pro Auto, dann ist das extrem viel. Sie müssen also 1000 alte Kisten nach Afrika gebracht haben. Bei 3 Wochen pro Auto waren Sie ungefähr 60 Jahre unterwegs. Dafür schaut es noch ziemlich frisch aus.
Tolle Mensch-Bubi-Rechnung. Bravo. Meine hübsche Enkeltochter leidet nicht zufällig an Sprechdurchfall, oder? Haben Sie das andere ausgerichtet, dass Sie meine Kollegin anrufen soll? Nein. Vergessen. So was Blödes. Nur weil mein Sohn was ausgefressen hat, lasse ich mich von euch nicht ewig tyrannisieren. Irgendwann ist einmal Schluss damit. Ihr Wichser. Scott. Wir haben noch geschlossen. Ist der Herr Hofer da? Ja. Bitte. Ich muss Sie leider mitnehmen zu einer polizeilichen Vernehmung. Was geht's da? Mord. Die alte Geschichte. Ist das nicht schon verjährt? Mord verjährt nichts. Ja. Zum Glück habe ich keinen gebraucht. Sie haben mit dem Herrn Pfeiler im Gefängnis gesessen. Von 91 bis 93. 2 Jahre. Ja, eine schöne Zeit. Ich werde immer wieder gern dran erinnert. Das glaube ich. Gute Freunde? Dort und ich. Mehr Kollegen. Wieso? Hat er gesagt, dass ich da dabei war? Hätte einen Grund, das zu sagen. Eva, ich hab seiner hübschen Frau die erste schwere Zeit versüßt. Sagen wir mal so. Für das mag er mich halt noch nicht. Ich hab immer damit gerechnet, dass er mir das irgendwann einmal heimzahlt. Das ist auch kein Wunder. Er wird angeschossen, zu lebenslänglich verurteilt und Sie nehmen seinen Platz ein. Ja? Dr. Amtmann? Ist das jetzt ein Verbrechen? Frau Kofler? Ich dachte, ich teile Ihnen die Neuigkeit gleich selbst mit. Das Justizministerium hat aufgrund der Dringlichkeit sehr unbürokratisch reagiert. Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass Otto Pfeiler noch heute freigehen wird. Die Begnadigung ist da. Ihre Unterstützung war der springende Punkt. Dass selbst die Angehörigen des Opfers dafür sind. Und ich bin ganz persönlich davon überzeugt, dass Sie das Richtige getan haben. Gut, Frau Dr. Amtmann, danke für die Information. Es hat einen bestimmten Grund, dass wir Sie hergebeten haben, Herr Hofer. Hergebeten? Ja, und zwar diese Banknoten. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Ja, was soll jetzt das? Meine Fingerabdrücke sind auf ein paar tausend Banknoten drauf. Das ist druckfrisches Geld aus dem Jahre 1994. Und zwar genau aus dem Geldtransporter, der zuerst vom Supermarkt die Einnahmen abgeholt hat und dann weitere Geldkoffer an Banken hätte bringen sollen. Und diese Banknoten stammen aus genau der Serie. Und da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Wie erklären Sie mir das, Herr Hofer? Woher habt ihr das? Sie haben den Kollegen gegenüber ausgesagt, dass sie zur Zeit des Überfalls gar nicht in Innsbruck waren, sondern in Wien auf Montage. Ja, für das gibt's Zeugen. Und haben aber einige ausgesagt, dass sie an dem Tag gar nicht auf der Baustelle waren. Wenn man der blind sein oder besoffen, was kann ich da dafür? Aber dass sie in den Wochen zuvor in Innsbruck tätig waren, das bestreiten sie nicht, oder? Und zwar bei der Renovierung eines Supermarkts. Und zwar genau der Supermarkt, der später überfallen worden ist. Das ist eine gute Gelegenheit, die Abläufe zu studieren. Ihre Bar. Wo haben Sie das Geld dafür? Das hat meine Frau gehabt. Können Sie das beweisen? Na, wenn ihr einen Verdacht habt, nachher müsst ihr beweisen, dass das Geld nicht gehabt worden ist. So ist das in einem Rechtsstaat. Also, der Hofer will ohne Anwalt nichts mehr sagen. Dann soll er sich einen Anwalt besorgen. Was machen wir mit der Sandra Pfeiler? Ich muss eine Aussage machen mit Unterschrift. Dann sehen wir eh, was wir gegen den Hofer in der Hand haben, ob es für eine Anklage reicht. Den Markus Schindler, den kann man immer befragen. Der ist inzwischen verstorben. Das ist der, der angeschossen worden ist, oder? Ja. Woran ist er gestorben? Selbstmord. Er hat offenbar jahrelang unter schweren Schmerzen gelitten. Weil ihn der Schuss so verletzt hat. Dadurch ist er arbeitsunfähig geworden,
Dann ist auch noch eine Depression dazu gekommen und vor 5 Jahren hat er es dann nicht mehr ertragen, der arme Kerl. Noch ihr Leben, das komplett sinnlos vernichtet worden ist. Karin. Ist schon okay, Greise. Übrigens, danke. Wofür? Dass du in all den Jahren so getan hast, als würdest du die Geschichte mit dem Autounfall glauben. Der Hannes und du, ihr wollt jetzt nie drüber reden. Das habe ich respektiert. Der kranke Verbrechervater kehrt heim. Töchterchen Plappermaul erwartet ihn sehnsüchtig. Das ist der reinste Jubeltag. Leck mich. Was hast du gesagt? Leck mich. Bin gespannt, was er zu deinen Heldentaten sagt. Dass du seine Freunde einschwärzt. Komm daheim. So. Der Otto Pfeiler ist heute entlassen worden. Ist vielleicht das Beste. Ich war doch jetzt sehr lange nicht mehr am Grab. Ich möchte morgen hingehen. Mit der Gräfin. Würdest du mich begleiten? Voilà. Was ist das? Blutwurst mit Himbeeren. Könnte auch noch konventionelle Pilze mit biederem Hirsch offerieren. Gern, Vater. Gräfin, bitte nicht böse sein, aber das ist mir gerade lieber. Hannes, bitte. Ich respektiere, dass Sie es gerade schwer haben. Aber dass Sie mich deswegen beim Kochkurs allein lassen und jetzt auch noch beleidigen, das kann ich nicht akzeptieren. Und hören Sie endlich auf, sich in Ihrem Selbstmitleid zu suhlen. Wie bitte? Sie haben mich ganz richtig verstanden. Sie haben Schuldgefühle. Immer noch. Und zwar, weil vor 18 Jahren was passiert ist, wofür Sie überhaupt nichts können. Sie müssen mal abschließen. Feierabend! Wolltest du mich sprechen? Du weißt warum. Ja. Deine Tochter kann den Mund nicht halten. Ist es das? Ich frage mich, wie du unter diesen Umständen deinen Anteil haben willst. Oh, ich dachte, dabei kannst du mir vielleicht helfen. Hm? Habe ich dir eigentlich nicht schon genug geholfen? Ich habe mich die ganze Zeit um das Kind gekümmert. Das ist ein schwieriges Kind. So wie du. Du warst ein fantastischer Vater. Hast gehofft, dass ich im Knast abkratze, nicht? Und jetzt bin ich hier.
In alter Frische. Die Bullen umzingeln uns. Ich will mein Geld antun. Und du wirst es mir holen. Ja, klar, ganz einfach. Ich gehe da raus, lächle. Wenn einer fragt, sag ich, mein Sohn hätte es gern, dass ich ihm Kohle bringe. So 800.000 ungefähr. In gebrauchten Scheinchen. Das ist doch Schwachsinn. Ihr beide könnt euch ja einen Plan ausdenken. Wenn ihr wisst, was ich anstellen muss, dann sagt es mir. Was ausdenken? Sag mal, stimmt es, dass du der Polizei von Manfred erzählt hast? Manfred Hofer. Wie bist du denn darauf gekommen? Hä? Ja, ziemlich verhaltensauffällig, dieses Herzchen. Bah. Hätten Sie für mich auch einen Kaffee? Nein. Danke. Danke. Sie waren doch damals zur Zeit des Überfalls in Italien. Und der Beweis dafür war eine Tankrechnung, richtig? Bezahlt per Kreditkarte. Mit Unterschrift. Meiner. Sie haben einen gebrauchten 505er runtergebracht. Nach Dakar. Aber wissen Sie, was mich wundert, dass Sie bleifrei getankt haben? Der 505er hat doch noch gar keinen Cut gehabt. Schlaumeier. Der Baujahr 87 schon. V6. 143 PS. Serienmäßig mit G-Cut. Im Gegensatz zu dem Transporter und dem Kombi, die bei dem Überfall angezündet wurden. Die hatten noch keine Katalysatoren. Das war noch Diesel. Richtig. Woher wissen Sie das? Aus den Gerichtsakten. Dann wissen Sie sicher auch, dass die mit Benzin übergossen wurden und abgefackelt. Und Sie haben Benzin gekauft. 60 Liter. Kurz vor Bozen. Für Ihren 505er. Und? In den 505er gehen nur 56 Liter rein. Größer ist der Tank nicht. Danke für den Kaffee. Fixer. Guten Tag, mein Name ist Reuter. So gut geht's gut. Dr. Tatschel, ich bin der behandelnde Arzt. Es geht ihm besser. Das ist typisch für Patienten, wenn sie noch einmal nach Hause kommen. Hoffen wir das Beste. Sie entschuldigen mich, ich habe einen Termin. Grüß Gott, mein Name ist Reuter. Ja, ja. Sind Sie gegen Manfred Hofer hier, ja? Meine Tochter gesprochen. Was ist das? Das ist meine Aussage. Sie ist schriftlich. Hofer war der zweite Mann. Er hat auch geschossen. Ist raus. Darf
Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, hallo Karin. Du, der Pfeiler hat gerade ausgesagt, dass der Hofer sein Komplize war. Ja. Dann ist ja klar, was zu unternehmen ist. Nimm halt dabei Innsbrucker Kollegen mit. Halt es mir auf dem Laufenden, ja? Gut, servus. Leitner, du hast doch alle Akten von damals. Schick mir bitte sämtliche Informationen über den Markus Schindler. Ganz genau, der, der angeschossen worden ist und vor ein paar Jahren Selbstmord begangen hat. Da. Was soll denn das? Was soll das? Herr Hofer, Sie sind verhaftet wegen Verdacht auf Beteiligung an einem Raubüberfall mit Todesfolge. Was, wegen die drei verschissenen Banknoten oder was? Nein, weil der Herr Pfeiler ausgesagt hat, dass Sie geschossen haben. Das stimmt doch nicht, das stimmt alles nicht! Das ist eine Lüge! Ja, was schaust du so? Das ist alles eine Lüge! Scheiße, ist sowas! Scheiße! Einmal macht man einen Fehler in seiner Jugend und nachher glaubt sie, ihr könnt es bis ans Ende schikanieren! Solche Arschlöcher seid ihr! Hör auf! Manfred! Jetzt sag endlich, was wirklich war. Sag's schon. Er hat mitgearbeitet damals, 94, bei der Renovierung von dem Supermarkt, weil ich ihm den Job verschafft hab. Jetzt hörst du schon einmal auf! Lass ihn los. Also, wie war das? Wir haben uns halt gekannt, vom Gefängnis her. Er war arbeitslos, ich hab einen Job gehabt. Am Bau, im Supermarkt, an Streichen. Und da hat er ihm einen Job verschafft. Ja. Als Gerüstbauer. Der Otto ist gelernter Gerüstbauer. Da hat er sich halt alles ganz genau angeschaut. Und den ganzen Plan ausgeheckt. Also, dass Sie in dem Supermarkt gearbeitet haben, das wissen wir. Aber der Herr Pfeiler sicher nicht. Aber sicher hat er mitgearbeitet. Schwarz. Oder glauben Sie, am Bau ist jeder angemeldet oder was? Deswegen sucht ihr noch immer den Typen, der die ganzen Tipps gegeben hat damals. Das war er selber. Nein, der hat dort mitgearbeitet. Wochenlang. Alles ganz genau beobachtet. Und den ganzen Plan gemacht. Und Sie haben mitgemacht? Gar nichts habe ich. Wie kommen dann Ihre Fingerabdrücke auf druckfrische Banknoten? Ja. Bei der Eva war halt immer ein Geld. Bindelweiß. Sie hat mich halt. Ja. Ausgehalten. Der Manfred neigt dazu. Jetzt bin ich dran. Die Ablöse für die Bar haben übrigens meine Eltern bezahlt. Und sie helfen uns immer noch. Das kann ich beweisen. Warum haben Sie es damals den Kollegen nicht erzählt? Glauben Sie, ich rede mit an jeden? Und verpfeife einen alten Kumpel. Er war es nicht, ehrlich. Sie müssen ihm das glauben, bitte. Da geht's nicht um Glauben, da geht's um Fakten. Wenn der Herr Pfeiler sagt, dass Ihr Mann geschossen hat, dann wiegt das schwerer als alles andere. Tut mir leid, aber ich muss ihn jetzt mitnehmen. Also, gehen wir. Abführen. Sie wollten mich sprechen? Ja. Gibt's was Neues im Fall Pfeiler? Ich bin ja nicht zuständig, mein Kollege bearbeitet den. Aha. Und was ist dann der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Sie gesehen. Am Friedhof. Ach so, ja, ich war am Grab. Und Markus Schindler, dem Mann von der Geldtransportfirma. Ihr Mann. Wie sind Sie darauf gekommen? Der übliche Amtsweg. Adresse, zentrales Melderegister, Standesamt.
die seinen Namen angenommen. Er war erst 50 Jahre alt, als er Suizid verübt hat. Das muss furchtbar gewesen sein. Erst war es fast eine Erleichterung. Nach all den Jahren, die ich mit ihm durch die Hölle gegangen bin. Er hat oft die ganze Nacht lang geschrien vor Schmerzen. Weil er die Schmerzmittel nicht mehr einnehmen wollte. Sie können sich nicht vorstellen, was er durchgemacht hat. Und ich auch. Und jetzt. Er fehlt mir so. Dann plötzlich vor 4 Jahren sind Sie Gefängnisdirektorin geworden in Innsbruck. Ausgerechnet dort, wo der Otto Pfeiler eingesessen ist. Einer der Täter. Sie müssen ihn doch hassen. Ja. Und trotzdem tun Sie alles, damit er begnadigt wird. Die Chance muss man doch nutzen. Sie wollen doch auch wissen, wer der zweite Mann war. Der Mann, der Ihre Mutter erschossen hat. Derselbe Mann, der Markus so schwer verletzt hat. Okay, Sandra Pfeiler. Zuerst bei der Mutter, dann beim Großvater aufgewachsen. Der hat sie ins Internat gesteckt. Dann ist sie von einem Internat ins nächste gewandert, weil sie überall rausgeflogen ist. Und als letztes war sie in der Privatschule Rapperswil in der Schweiz. Das ist eine teure Schule, oder? Ja, die davor waren auch nicht gerade billig. Ich habe mich eh schon gefragt, wie kann sich der Anton Pfeiler leisten, seine Enkeltochter in sündteure Internate zu stecken? Mit seinem Gebrauchtwagenhandel sicher nicht, weil der steht kurz vorm Konkurs. Was ist, wenn der Anton Pfeiler wirklich der zweite Mann war? Der Markus Schindler war damals auch überzeugt davon, das hat mir der Amtmann erzählt. Seine Theorie war, dass der Anton Pfeiler die Beute in alten Autos versteckt hat. Die hat er dann nach Afrika verschifft und dort hat er das Geld gewaschen. Er wurde sogar mal erwischt an der Grenze mit $40.000. 40.000? So viel kann der nie mit alten Autos in Afrika machen. Ganz genau. Damals hat man ihm nichts nachweisen können. Also der Otto Pfeiler ist im Gefängnis gesessen und der Anton Pfeiler hat die Eva und die Sandra finanziell versorgt. Würde auch erklären, wie die Eva in den Besitz der gekennzeichneten Banknoten gekommen ist. Das heißt, der Hofer hat die Wahrheit gesagt. Schaut ganz danach aus. Ich glaube, wir sollten uns den Anton Pfeiler noch einmal vorknüpfen. Du bist verrückt geworden. Du bist vollkommen verrückt geworden. Ich glaub dir nicht. Ich kann das nicht glauben. Ich glaube das nicht! Ist noch da. Ist alles noch da. Du lügst. Natürlich. Du wartest, bis ich abgekratzt bin und dann holst du dir den Zaster. So sieht's aus. Okay. Okay. In 2 Stunden hast du das Geld. Das ganze Geld. Ich schwöre dir. Ich mach dich kaputt. Warne dich, Otto. Und dir lass ich mir nicht drohen.
Erkennst du sie? Weißt du, was das ist? Ja, das ist sie. Da auch noch deine Fingerabdrücke drauf. So ein Pech. Also überleg genau, was du tust. Was willst du mir damit drohen? Weißt du, was das Gute ist an meinem nahen Tod? Ich habe keine Angst mehr. Vielleicht vor dem schwarzen Loch, vor dem Todsein. Aber das ist ja schon wieder ein Widerspruch. Tod und Sein, das geht ja gar nicht zusammen. Die Zeit verrennt, Anton. Die Uhr tickt, deine auch. Dir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Ist das der Dank? Du mich beschützt. Du hast mich nur in Internate gesteckt. Und weißt du was, ich bin froh darüber, weil ich dich so hasse. Genau, Internate. Schweineteure Internate. Und der Vater glaubte, du bist Einstein. Aber der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Soll ich dir vorrechnen, was du uns gekostet hast in all den Jahren? Dann gib mir die Waffe. Geh weg! Mein Gott, wie der Vater. Immer auf der Verliererseite. Schade. Geh weg! Scheiße. Weiß ich, was gibt's? Okay, du, geh kein Risiko ein, ja? Wir sind unterwegs. Gut, ciao. Du, beim Pfeiler ist geschossen worden. Du, das könnte schon stimmen, was das Mädchen gesagt hat. Was meinst du? Dass der Vater versucht hat, seinen Sohn umzubringen. Der Anton-Pfeiler ist aus sehr geringer Entfernung erschossen worden und der Otto-Pfeiler hat frische Abschürfungen und Hämatome. Das ist die Tatwaffe. Eine Makarov. Der Lukas hat mir alles erzählt. Mit genau so einer ist deine Mutter erschossen worden. Die Ballistika sollen die sich noch mal genau anschauen. Aber ich gehe jede Wette ein, dass das die Tatwaffe von damals ist. Ja.
mein Schatz. Ich würde gerne mit Frau Kumpfler unter vier Augen sprechen. Ja. Sag mal, komm. Ich bin draußen, ja. Ihr Vater, der Überfall. War das seine Idee? Nein. Meine. Und er ist sofort mit eingestiegen. Ich hab's jetzt zu der Zeit überhaupt nicht. Ich war nicht angemeldet. Ich war nicht versichert. Es war perfekt. Und irgendwie ist dann alles schief gelaufen. Ich hab's verbockt. Weiter. Nichts weiter. Ich war verletzt. Schwein. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist vor Schmerzen. Dann hat mein toller Vater beschlossen, mich zurückzulassen. Später hat er mir behauptet, wir hätten es gemeinsam entschieden. Er und ich. Ich war halt tot. Entscheiden. 10 Jahre. 10 Jahre hat er gesagt. Maximal 12. 18 habe ich gesessen. Und wegen guter Führung habe ich noch einen Krebs gekriegt. Und dann haben sie ihn aus dem Gefängnis heraus erpresst. Er hat sie versorgen müssen mit Geld, Zigaretten, Anwälten. Und er hat sich um Sandra kümmern müssen. Ja, natürlich. Sie musste versorgt werden. Ich habe meinem Vater nicht getraut. Nee. Aber dass nichts mehr da ist. Von meinem ganzen Geld. Nicht ein einziger Cent. Nur Schulden. Mein eigener Vater. Wir werden Ihre Fingerabdrückhefte mal kauf finden, richtig? Ja. Ich habe meine Mutter geliebt, mehr als sie sich das jemals vorstellen kann. Seit damals habe ich davon geträumt, demjenigen in die Augen zu sehen, der sie einfach so erschossen hat. Ich habe sie nicht gesehen. Sie war plötzlich da, es war ein Unfall, ein furchtbarer Zufall. Sie war einfach da plötzlich. Sie hat gestanden. Ja, ich hab sie einfach nicht gesehen. Was soll ich dann machen? Ich hab draußen. Ich erst verbockt. Bitte, müssen Sie verstehen. Lege ein Geständnis ab. Es zählt vor Gericht. Er hat versucht, deinen Vater zu ermorden. Sandra, das war eine klare Notwehrüberschreitung. Ich bin dabei, wenn du aussagst. Ich helfe dir. Sie haben Sandra auf die Idee gebracht, mir einen Namen zu nennen.
Manfred Hofer, richtig? Nein. Ich habe Sandra nur dazu ermutigt, aktiv zu werden. Mir war klar, dass das die einzige Möglichkeit ist, damit Sie der Begnadigung zustimmen. Sie haben von Anfang an gewusst, dass der Anton Pfeiler dahinter steckt. Mein Mann wusste es. Aber er konnte seinen Verdacht nicht beweisen. Er ist damit allen auf die Nerven gegangen. Darum haben sie ihn ignoriert. Und jetzt? Ich fühle mich erleichtert. Das erste Mal seit Ewigkeiten. Erleichtert worüber? Dass das Leben von einem jungen Menschen auch noch zerstört wurde? Ich habe lediglich dafür gesorgt, dass ein ungelöster Fall wieder aufgerollt wird. Für Eigendynamik bin ich nicht verantwortlich. Doch, doch, das sind Sie. Sie haben Sandra für ihre Zwecke benutzt, genau wie mich. Aus dem Mädel hätte etwas werden können. Ein freier, glücklicher Mensch. Ich war auch mal ein glücklicher, freier Mensch. Genauso wie Markus. Aber diese Bestien haben alles zerstört. Alles. Und ohne meine Hilfe wüssten sie bis heute nicht, wer ihre Mutter erschossen hat. Das, was sie getan haben, macht niemanden mehr lebendig. Otto Pfeiler ist heute gestorben. Überfall auf den Geldtransporter eines Einkaufszentrums, den Otto Pfeiler mit einem Komplizen 1994 verübt, wird Karin Koflers Mutter Irene erschossen. Markus Schindler, ein Mitarbeiter der Transportfirma, wird dabei ebenso verletzt wie Otto Pfeiler, der verhaftet werden kann. Bei Gericht ist nicht eindeutig zu klären, wer die Schüsse auf Koflers und Schindler abgegeben hat. Otto Pfeiler schweigt. Das geraubte Geld, die Tatwaffe und der Komplize bleiben verschwunden. Meine Mutter ist erschossen worden. Was? Jetzt, nach 18 Jahren, soll der zu lebenslanger Haft verurteilte Pfeiler entlassen werden, da er todkrank ist. Ich bitte Sie um Vergebung. Vor allem Karins Befürwortung trägt dazu bei, denn die Koflers sehen darin eine Chance, die ebenso tragische wie verdrängte Vergangenheit ihrer Familie aufzuarbeiten und abzuschließen. Warum haben Sie mir nie davon erzählt? Mit Unterstützung der Gefängnisleiterin Judith Amtmann, Ottos Vater Anton Pfeiler, der eine Autofirma besitzt, und Sandra, der Tochter des Verurteilten, wollen Karin, Hannes und Lukas, den Komplizen von damals, doch noch stellen. Hast du irgendetwas übersehen? Sandra, die bei ihrem Großvater lebt, hat Manfred Hofer, einen früheren Freund Ottos, beschuldigt, dieser zweite Mann gewesen zu sein. Wer aber hat Karins Mutter tatsächlich getötet? Hallo. Mein Name ist Reuter. Ich bin von der Soko Kitzbühel. Ich hab's ja gesehen. Dann wissen Sie auch, warum ich da bin. Sie haben schwere Anschuldigungen vorgebracht. Sie können Sandra zu mir sagen. Und du? Warum sollten wir Ihnen glauben? Ich hab das Geld gesehen. Welches Geld? Vom Überfall. Bündelweise mit so einer Schleife drum. Ich war da noch klein. Meine Mutter und ich, wir haben in einer kleinen Wohnung gewohnt und dann war plötzlich der Manfred da. Manfred Hofer? Meine Mutter hat mir erzählt, dass er nur ein Freund von meinem Vater ist. Der gute Onkel. Aber klar hatten die was miteinander. Ich meine, wir waren sogar zu dritt auf Urlaub in Kroatien. Ich habe ihm was davon gestohlen. Später habe ich mich nicht mehr getraut, das in Euro umzutauschen.
Sie haben mit dem Herrn Pfeiler im Gefängnis gesessen. Von 91 bis 93, 2 Jahre. Ja, eine schöne Zeit. Ich werde immer wieder gern dran erinnert. Das glaube ich. Gute Freunde? Der Otto und ich. Ja, mehr Kollegen. Wieso? Hat er gesagt, dass jeder dabei war? Hätte einen Grund, das zu sagen. Eva, ich hab seiner hübschen Frau die erste schwere Zeit versüßt. Sagen wir mal so. Für das mag er mich heute noch nicht. Ich bin mir damit gerechnet, dass er mir das irgendwann einmal heimzahlt. Das ist auch kein Wunder. Er wird angeschossen, zu lebenslänglich verurteilt und Sie nehmen seinen Platz ein. Ja? Dr. Amtmann? Ist das jetzt ein Verbrechen? Frau Kofler? Ich dachte, ich teile Ihnen die Neuigkeit gleich selbst mit. Das Justizministerium hat aufgrund der Dringlichkeit sehr unbürokratisch reagiert. Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass Otto Pfeiler noch heute freigehen wird. Die Begnadigung ist da. Ihre Unterstützung war der springende Punkt. Dass selbst die Angehörigen des Opfers dafür sind. Und ich bin ganz persönlich davon überzeugt, dass Sie das Richtige getan haben. Gut, Frau Dr. Amtmann, danke für die Information. Es hat einen bestimmten Grund, dass wir Sie hergebeten haben, Herr Hofer. Hergebeten? Hm? Ja. Und zwar diese Banknoten. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Ja, was soll jetzt das? Meine Fingerabdrücke sind auf ein paar tausend Banknoten drauf. Das ist druckfrisches Geld aus dem Jahre 1994. Und zwar genau aus dem Geldtransporter, der zuerst vom Supermarkt die Einnahmen abgeholt hat und dann weitere Geldkoffer an Banken hätte bringen sollen. Und diese Banknoten stammen aus genau der Serie. Und da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Wie erklären Sie mir das, Herr Hofer? Woher habt ihr das? Sie haben den Kollegen gegenüber ausgesagt, dass Sie zur Zeit des Überfalls gar nicht in Innsbruck waren, sondern in Wien auf Montage. Ja, für das gibt's Zeugen. Davon haben aber einige ausgesagt, dass Sie an dem Tag gar nicht auf der Baustelle waren. Wenn die blind sind oder besoffen, was kann ich da dafür? Aber dass Sie in den Wochen zuvor in Innsbruck tätig waren, das bestreiten Sie nicht, oder? Und zwar bei der Renovierung eines Supermarkts. Und zwar genau der Supermarkt, der später überfallen worden ist. Das ist eine gute Gelegenheit, die Abläufe zu studieren. Ihre Bar, woher haben Sie das Geld dafür? Das hat meine Frau gehabt. Können Sie das beweisen? Na, wenn ihr einen Verdacht habt, nachher müsst ihr beweisen, dass das Geld nicht gehabt worden ist. So ist das in einem Rechtsstaat. Also, der Hofer will ohne Anwalt nichts mehr sagen. Dann soll er sich einen Anwalt besorgen. Was machen wir mit der Sandra Pfeiler? Die muss eine Aussage machen mit Unterschrift. Dann sehen wir eh, was wir gegen den Hofer in der Hand haben, ob es für eine Anklage reicht. Den Markus Schindler, den kann man immer befragen. Der ist inzwischen verstorben. Das ist der, der angeschossen worden ist, oder? Ja. Woran ist er gestorben? Fast mit Himbeeren. Könnte auch noch konventionelle Pilze mit biederem Hirsch offerieren. Gern, Vater. Gräfin, bitte nicht böse sein, aber das ist mir gerade lieber. Hannes, bitte. Ich respektiere, dass Sie es gerade schwer haben. Aber dass Sie mich deswegen beim Kochkurs allein lassen und jetzt auch noch beleidigen, das kann ich nicht akzeptieren. Und hören Sie endlich auf, sich in Ihrem Selbstmitleid zu suhlen. Wie bitte? Sie haben mich ganz richtig verstanden. Sie haben Schuldgefühle. Immer noch. Und zwar, weil vor 18 Jahren was passiert ist, wofür Sie überhaupt nichts können. Sie müssen mal abschließen. Feierabend! Wolltest du mich sprechen? Du weißt warum. Ja. Deine Tochter kann den Mund nicht halten. Ist es das? Ich frag mich, wie du unter diesen Umständen deinen Anteil haben willst. Oh, ich dachte, dabei kannst du mir vielleicht helfen. Hm? Habe ich dir eigentlich nicht schon genug geholfen? Ich habe mich die ganze Zeit um das Kind gekümmert. Das ist ein schwieriges Kind. So wie du.
Du warst ein fantastischer Vater. Hast gehofft, dass ich im Knast abkratze, nicht? Und jetzt bin ich hier. In alter Frische. Die Bullen umzingeln uns. Ich will mein Geld antun. Und du wirst es mir holen. Ja, klar, ganz einfach. Ich gehe da raus, lächle, wenn einer fragt, sag ich, mein Sohn hätte es gern, dass ich ihm Kohle bringe. So 800.000 ungefähr. Ein gebrauchten Scheinchen. Das ist doch Schwachsinn. Ihr beide könnt euch ja einen Plan ausdenken. Wenn ihr wisst, was ich anstellen muss, dann sagt es mir. Was ausdenken? Sag mal, stimmt es, dass du der Polizei von Manfred erzählt hast? Manfred Hofer. Bist du denn darauf gekommen? Hä? Selbstmord. Er hat offenbar jahrelang unter schweren Schmerzen gelitten, weil ihn der Schuss so verletzt hat. Dadurch ist er arbeitsunfähig geworden, dann ist auch noch eine Depression dazu gekommen und vor 5 Jahren hat er es dann nicht mehr ertragen, der arme Kerl. Noch ein Leben, das komplett sinnlos vernichtet worden ist. Ist schon okay, Greise. Übrigens, danke. Wofür? Was du in all den Jahren so getan hast, als würdest du die Geschichte mit dem Autounfall glauben. Der Hannes und du, ihr würdet jetzt nie drüber reden. So wie respektiert. Der kranke Verbrechervater kehrt heim. Töchterchen Plappermaul erwartet ihn sehnsüchtig. Das ist der reinste Jubeltag. Leck mich. Was hast du gesagt? Leck mich. Bin gespannt, was er zu deinen Heldentaten sagt. Dass du seine Freunde einschwärzt. Komm daheim. So. Der Otto Pfeiler ist heute entlassen worden. Ist vielleicht das Beste. Ich war doch jetzt sehr lange nicht mehr am Grab. Ich möchte morgen hingehen. Mit der Gräfin. Würdest du mich begleiten?
Was ist das? Blut von... Das ist Geld vom Überfall. Das habe ich aber erst viel später verstanden, da war ich 14 oder so. Wird Ihre Kollegin unterschreiben? Das hat sie bereits. Vor 2 Stunden. Ja, weiß ich, servus. Du, bei dem Überfall damals, da war ja auch noch frisches Geld dabei, was von der Bank gekommen ist. Ja, mit registrierten Seriennummern. Genau. Kannst du mir die Serien raussuchen, bitte? Danke, Kreuzi. Ciao. Ach, ich sammle alte Geldscheine. So ein Hobby von mir. Schilling. Ja. Ja, wir haben alle unsere Steckenpferde. Netten Autohandel haben Sie da. Seit wann? 2002. Und vorher? Vorher habe ich alte Autos nach Afrika gebracht. Und sie dort verkauft. Das müsste doch auch in Ihren Unterlagen stehen. Ja. Und vom Gewinn haben Sie sich das hier finanziert. Hm? 500.000 hat Sie das Gelände gekostet. Steht auch drin. Wie ich noch Student war, habe ich auch mal so eine Reise gemacht. Mit so einer alten Kiste in den Senegal. Und vom Gewinn habe ich dann 2 Wochen dort Urlaub gemacht. Gratuliere, ich habe gewusst, Sie sind kleine Abenteurer. Wenn einem 500 Euro bleiben pro Auto, dann ist das extrem viel. Sie müssen also 1000 alte Kisten nach Afrika gebracht haben. Bei 3 Wochen pro Auto waren Sie ungefähr 60 Jahre unterwegs. Dafür schauen es noch ziemlich frisch aus. Tolle Mensch-Bubi-Rechnung. Bravo! Meine hübsche Enkeltochter leidet nicht zufällig an Sprechdurchfall, oder? Haben Sie das andere ausgerichtet, dass Sie meine Kollegin anrufen soll? Nein! Vergessen! So was Blödes. Nur weil mein Sohn was ausgefressen hat, lasse ich mich von euch nicht ewig tyrannisieren. Irgendwann ist einmal Schluss damit. Ihr Wichser! Scott! Wir haben noch geschlossen. Ist der Herr Hofer da? Ja. Bitte. Ich muss Sie leider mitnehmen zu einer polizeilichen Vernehmung. Was geht's da? Mord. Die alte Geschichte. Ist das nicht schon verjährt? Mord verjährt nichts. Ja. Zum Glück habe ich keinen gebraucht. Hofer hierher. Ich habe mit meiner Tochter gesprochen. Was ist das? Das ist meine Aussage. Wie schriftlich. Hofer war der zweite Mann. Er hat auch geschossen. Wiedersehen. Ja, hallo Karin. Du, der Pfeiler hat gerade ausgesagt, dass der Hofer sein Komplize war. Ja. Dann ist ja klar, was zu unternehmen ist. Nimm halt dabei Innsbrucker Kollegen mit. Halt es mir auf dem Laufenden, ja? Gut, servus. Thank you.
Schloßleitner, du hast doch alle Akten von damals. Schick mir bitte sämtliche Informationen über den Markus Schindler. Ganz genau, der, der angeschossen worden ist und vor ein paar Jahren Selbstmord begangen hat. Hier schon wieder da. Was soll denn das? Was soll das? Herr Hofer, Sie sind verhaftet wegen Verdacht auf Beteiligung an einem Raubüberfall mit Todesfolge. Was, wegen die drei verschissenen Banknoten oder was? Nein, weil der Herr Pfeiler ausgesagt hat, dass Sie geschossen haben. Das stimmt doch nicht, das stimmt alles nicht. Das ist eine Lüge. Ja, was schaust du so? Das ist alles eine Lüge. Scheiße, ist sowas. Scheiße. Einmal macht man einen Fehler in seiner Jugend. Und nachher glaubst du, ihr könnt uns bis ans Ende schikanieren. Solche Arschlöcher seid ihr. Hör auf, Manfred. Sag endlich, was wirklich war. Sag schon. Er hat mitgearbeitet damals, 94, bei der Renovierung von dem Supermarkt, weil ich ihm den Job verschafft hab. Jetzt hörst du schon einmal auf! Lass ihn los. Also, wie war das? Wir haben uns halt kennt. Vom Gefängnis her. Er war arbeitslos, ich hab einen Job gehabt. Am Bau, im Supermarkt, an Streichen. Und da hat er ihm einen Job verschafft. Ja. Als Gerüstbauer. Der Otto ist gelernter Gerüstbauer. Da hat er sich halt alles ganz genau angeschaut. Und den ganzen Plan ausgeheckt. Also, dass Sie in dem Supermarkt gearbeitet haben, das wissen wir. Aber der Herr Pfeiler sicher nicht. Aber sicher hat er mitgearbeitet. Schwarz. Oder glauben Sie, am Bau ist jeder angemeldet oder was? Deswegen sucht ihr noch immer den Typen, der die ganzen Tipps gegeben hat damals. Das war er selber. Nein, der hat dort mitgearbeitet. Wochenlang. Alles ganz genau beobachtet. Und den ganzen Plan gemacht. Und Sie haben mitgemacht? Gar nichts hab ich. Wie kommen dann Ihre Fingerabdrücke auf druckfrische Banknoten? Ja. Bei der Eva war halt immer ein Geld. Bindelweiß. Sie hat mich halt. Ausgehalten. Der Manfred neigt dazu. Jetzt bin ich dran. Die Ablöse für die Bar haben übrigens meine Eltern bezahlt. Und sie helfen uns immer noch. Das kann ich beweisen. Warum haben Sie es damals den Kollegen nicht erzählt? Glauben Sie, ich rede mit an jeden? Und verpfeifen alten Kumpel. Er war es nicht, ehrlich. Sie müssen ihm das glauben, bitte. Da geht's nicht um Glauben, da geht's um Fakten. Wenn der Herr Pfeiler sagt, dass ihr Mann geschossen hat, dann wiegt das schwerer als alles andere. Du weißt warum. Ja. Deine Tochter kann den Mund nicht halten. Ist es das? Ich frage mich, wie du unter diesen Umständen deinen Anteil haben willst. Oh, ich dachte, dabei kannst du mir vielleicht helfen. Hm? Habe ich dir eigentlich nicht schon genug geholfen? Ich habe mich die ganze Zeit um das Kind gekümmert. Das ist ein schwieriges Kind. So wie du. Du warst ein fantastischer Vater. Hast gehofft, dass ich im Knast abkratze, nicht? Und jetzt bin ich hier. In alter Frische. Und die Bullen umzingeln uns. Ich will mein Geld antun. Und du wirst es mir holen. Ja klar, ganz einfach. Ich gehe da raus, lächle. Wenn einer fragt, sag ich, mein Sohn hätte es gern, dass ich ihm Kohle bringe. So. 800.000 ungefähr. Ein gebrauchten Scheinchen. Das ist doch Schwachsinn. Ihr beide könnt euch ja einen Plan ausdenken. Wenn ihr wisst, was ich anstellen muss, dann sagt es mir. Was ausdenken? Sag mal. Stimmt es, dass du der Polizei von Manfred erzählt hast? Manfred Hofer. Bist du denn darauf gekommen? Hä?
Ja, ziemlich verhaltensauffällig, dieses Herzchen. Bah. Hätten Sie für mich auch einen Kaffee? Nein. Danke. Danke. Sie waren doch damals zur Zeit des Überfalls in Italien. Und der Beweis dafür war eine Tankrechnung, richtig? Bezahlt per Kreditkarte. Mit Unterschrift. Meiner. Sie haben einen gebrauchten 505er runtergebracht. Nach Dakar. Aber wissen Sie, was mich wundert, dass Sie bleifrei getankt haben? Der 505er hat doch noch gar keinen Cut gehabt. Schlaumeier. Der Baujahr 87 schon. V6. 143 PS. Serienmäßig mit G-Cut. Im Gegensatz zu dem Transporter und dem Kombi, die bei dem Überfall angezündet wurden. Die hatten noch keine Katalysatoren. Das war noch Diesel. Richtig. Woher wissen Sie das? Aus den Gerichtsakten. Dann wissen Sie sicher auch, dass die mit Benzin übergossen wurden und abgefackelt. Und Sie haben Benzin gekauft. 60 Liter. Kurz vor Bozen. Für Ihren 505er. Und? In den 505er gehen nur 56 Liter rein. Größer ist der Tank nicht. Danke für den Kaffee. Fixer. Guten Tag, mein Name ist Reuter. Dr. Tatsche, ich bin der behandelnde Arzt. Es geht ihm besser. Das ist typisch für Patienten, wenn sie noch einmal nach Hause kommen. Hoffen wir das Beste. Sie entschuldigen mich, ich habe einen Termin. Grüß Gott, mein Name ist Reuter. Ja, ja. Segen Manfred. Überfall auf dem Geldtransporter eines Einkaufszentrums, den Otto Pfeiler mit einem Komplizen 1994 verübt, wird Karin Koflers Mutter Irene erschossen. Markus Schindler, ein Mitarbeiter der Transportfirma, wird dabei ebenso verletzt wie Otto Pfeiler, der verhaftet werden kann. Bei Gericht ist nicht eindeutig zu klären, wer die Schüsse auf Kofler und Schindler abgegeben hat. Otto Pfeiler schweigt. Das geraubte Geld, die Tatwaffe und der Komplize bleiben verschwunden. Meine Mutter ist erschossen worden. Was? Jetzt, nach 18 Jahren, soll der zu lebenslanger Haft verurteilte Pfeiler entlassen werden, da er todkrank ist. Ich bitte Sie um Vergebung. Vor allem Karins Befürwortung trägt dazu bei, denn die Koflers sehen darin eine Chance, die ebenso tragische wie verdrängte Vergangenheit ihrer Familie aufzuarbeiten und abzuschließen. Warum haben Sie mir nie davon erzählt? Mit Unterstützung der Gefängnisleiterin Judith Amtmann, Ottos Vater Anton Pfeiler, der eine Autofirma besitzt, und Sandra, der Tochter des Verurteilten, wollen Karin, Hannes und Lukas, den Komplizen von damals, doch noch stellen. Sie irgendetwas übersehen. Sandra, die bei ihrem Großvater lebt, hat Manfred Hofer, einen früheren Freund Ottos, beschuldigt, dieser zweite Mann gewesen zu sein. Wer aber hat Karins Mutter tatsächlich getötet? Hallo. Mein Name ist Reuter. Ich bin von der Soko Kitzbühel. Ich hab's ja gesehen. Dann wissen Sie auch, warum ich da bin.
Sie haben schwere Anschuldigungen vorgebracht. Sie können Sandra zu mir sagen. Und du? Warum sollten wir ihnen glauben? Ich habe das Geld gesehen. Welches Geld? Vom Überfall. Bündelweise mit so einer Schleife drum. Ich war da noch klein. Meine Mutter und ich, wir haben in einer kleinen Wohnung gewohnt und dann war plötzlich der Manfred da. Manfred Hofer? Meine Mutter hat mir erzählt, dass er nur ein Freund von meinem Vater ist. Der gute Onkel. Aber klar hatten die was miteinander. Ich meine, wir waren sogar zu dritt auf Urlaub in Kroatien. Ich habe ihm was davon gestohlen. Später habe ich mich nicht mehr getraut, das in Euro umzutauschen. Das ist Geld vom Überfall. Das habe ich aber erst viel später verstanden, da war ich 14 oder so. Wird Ihre Kollegin unterschreiben? Das hat sie bereits. Vor 2 Stunden. Ja, weiß ich, servus. Du, bei dem Überfall damals, da war ja auch noch frisches Geld dabei, was von der Bank gekommen ist. Ja, mit registrierten Seriennummern. Genau. Kannst du mir die Serien raussuchen, bitte? Danke, Kreuzi. Ciao. Ach, ich sammle alte Geldscheine. So ein Hobby von mir. Schilling. Ja. Ja, wir haben alle unsere Steckenpferde. Netten Autohandel haben Sie da. Seit wann? 2002. Und vorher? Vorher habe ich alte Autos nach Afrika gebracht. Und sie dort verkauft. Das müsste doch auch in Ihren Unterlagen stehen. Ja. Und vom Gewinn haben Sie sich das hier finanziert. Hm? 500.000 hat Sie das Gelände gekostet. Was machen wir mit der Sandra Pfeiler? Die muss eine Aussage machen mit Unterschrift. Dann sehen wir eh, was wir gegen den Hof in der Hand haben, ob es für Anklage reicht. Den Markus Schindler, den kann man immer befragen. Der ist inzwischen verstorben. Das ist der, der angeschossen worden ist, oder? Ja. Woran ist er gestorben? Selbstmord. Er hat offenbar jahrelang unter schweren Schmerzen gelitten, weil ihn der Schuss so verletzt hat. Dadurch ist er arbeitsunfähig geworden, dann ist auch noch eine Depression dazu gekommen und vor 5 Jahren hat er es dann nicht mehr ertragen, der arme Kerl. Noch ein Leben, das komplett sinnlos vernichtet worden ist. Ist schon okay, Kreisi. Übrigens, danke. Wofür? Was du in all den Jahren so getan hast, das würdest du die Geschichte mit dem Autounfall glauben. Der Hannes und du, ihr würdet jetzt nie drüber reden. So wie respektiert. Der kranke Verbrechervater kehrt heim. Töchterchen Plappermaul erwartet ihn sehnsüchtig. Das ist der reinste Jubeltag. Leck mich. Was hast du gesagt? Leck mich. Bin gespannt, was er zu deinen Heldentaten sagt. Dass du seine Freunde einschwärzt.
komm daheim. So. Dr. Pfeiler ist heute entlassen worden. Das ist vielleicht das Beste. Hör zu, ich war doch jetzt sehr lange nicht mehr am Grab. Ich möchte morgen hingehen. Mit der Gräfin. Würdest du mich begleiten? Voilà. Was ist das? Blutwurst mit Himbeeren. Könnte auch noch konventionelle Pilze mit biederem Hirsch offerieren. Gern, Vater. Gräfin, bitte nicht böse sein, aber das ist mir gerade lieber. Hannes, bitte. Ich respektiere, dass Sie es gerade schwer haben. Aber dass Sie mich deswegen beim Kochkurs allein lassen und jetzt auch noch beleidigen, das kann ich nicht akzeptieren. Und hören Sie endlich auf, sich in Ihrem Selbstmitleid zu suhlen. Wie bitte? Sie haben mich ganz richtig verstanden. Sie haben Schuldgefühle. Immer noch. Und zwar, weil vor 18 Jahren was passiert ist, wofür Sie überhaupt nichts können. Sie müssen mal abschließen. Feierabend! Wolltest du mich sprechen? Steht auch drin. Wie ich noch Student war, habe ich auch mal so eine Reise gemacht. Mit so einer alten Kiste in den Senegal. Und vom Gewinn habe ich dann 2 Wochen dort Urlaub gemacht. Gratuliere, ich habe gewusst, Sie sind kleine Abenteurer. Wenn einem 500 Euro bleiben pro Auto, dann ist das extrem viel. Sie müssen also 1000 alte Kisten nach Afrika gebracht haben. Bei 3 Wochen pro Auto waren Sie ungefähr 60 Jahre unterwegs. Dafür schauen Sie noch ziemlich frisch aus. Tolle Mensch-Bubi-Rechnung. Bravo! Meine hübsche Enkeltochter leidet nicht zufällig an Sprechdurchfall, oder? Haben Sie das andere ausgerichtet, dass Sie meine Kollegin anrufen soll? Nein! Vergessen! So was Blödes. Nur weil mein Sohn was ausgefressen hat, lasse ich mich von euch nicht ewig tyrannisieren. Irgendwann ist einmal Schluss damit. Ihr Wichser. Scott. Wir haben noch geschlossen. Ist der Herr Hofer da? Ja. Bitte schön. Ich muss Sie leider mitnehmen zu einer polizeilichen Vernehmung. Was geht's da? Mord. Die alte Geschichte. Ist das nicht schon verjährt? Mord verjährt nichts. Ja. Zum Glück habe ich keinen gebraucht. Sie haben mit dem Herrn Pfeiler im Gefängnis gesessen. Von 91 bis 93. 2 Jahre. Ja. Eine schöne Zeit. Ich werde immer wieder gern dran erinnert. Das glaube ich. Gute Freunde? Der Otto und ich. Ja, mehr Kollegen. Wieso? Hat er gesagt, dass jeder dabei war? Hätte einen Grund, das zu sagen. Eva, ich hab seiner hübschen Frau die erste schwere Zeit versüßt. Sagen wir mal so. Für das mag er mich heute noch nicht. Ich hab immer damit gerechnet, dass er mir das irgendwann einmal heimzahlt. Das ist auch kein Wunder. Er wird angeschossen, zu lebenslänglich verurteilt und Sie nehmen seinen Platz ein. Ja? Dr. Amtmann? Ist das jetzt ein Verbrechen? Frau Kofler? Ich dachte, ich teile Ihnen die Neuigkeit gleich selbst mit. Das Justizministerium hat aufgrund der Dringlichkeit sehr unbürokratisch reagiert. Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass Otto Pfeiler noch heute freigehen wird.
Begnadigung ist da. Ihre Unterstützung war der springende Punkt. Dass selbst die Angehörigen des Opfers dafür sind. Und ich bin ganz persönlich davon überzeugt, dass Sie das Richtige getan haben. Gut, Frau Dr. Amtmann, danke für die Information. Es hat einen bestimmten Grund, dass wir Sie hergebeten haben, Herr Hofer. Hergebeten? Hm? Ja. Und zwar diese Banknoten. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Ja, was soll jetzt das? Meine Fingerabdrücke sind auf ein paar tausend Banknoten drauf. Das ist druckfrisches Geld aus dem Jahre 1994. Und zwar genau aus dem Geldtransporter, der zuerst vom Supermarkt die Einnahmen abgeholt hat und dann weitere Geldkoffer an Banken hätte bringen sollen. Und diese Banknoten stammen aus genau der Serie. Und da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Wie erklären Sie mir das, Herr Hofer? Woher habt ihr das? Sie haben den Kollegen gegenüber ausgesagt, dass Sie zur Zeit des Überfalls gar nicht in Innsbruck waren, sondern in Wien auf Montage. Ja, für das gibt's Zeugen. Davon haben aber einige ausgesagt, dass Sie an dem Tag gar nicht auf der Baustelle waren. Wenn die blind sind oder besoffen, was kann ich da dafür? Aber dass Sie in den Wochen zuvor in Innsbruck tätig waren, das bestreiten Sie nicht, oder? Und zwar bei der Renovierung eines Supermarkts. Und zwar genau der Supermarkt, der später überfallen worden ist. Das ist eine gute Gelegenheit, die Abläufe zu studieren. Ihre Bar, woher haben Sie das Geld dafür? Das hat meine Frau gehabt. Können Sie das beweisen? Na, wenn ihr einen Verdacht habt, nachher müsst ihr beweisen, dass das Geld nicht gehabt worden ist. So ist das in einem Rechtsstaat. Also, der Hofer will ohne Anwalt nichts mehr sagen. Dann soll er sich einen Anwalt besorgen.